Schutzgöttin. Schutzgöttin ist die Bezeichnung für eine Göttin, die in besonderem Maße für Schutz da ist. Menschen haben seit Urzeiten von Gott auch um Schutz gebeten. Und so gibt es verschiedene Schutzgottheiten, die man anbeten kann, um Schutz zu bekommen. Auf eine gewisse Weise ist Gott selbst grundsätzlich auch Schutzgott. Aber in den verschiedenen Religionen, gerade in den polytheistischen Religionen, gibt es verschiedene Götter und Göttinnen, die für Verschiedenes zuständig sind. Und so gibt es Schutzgötter und Schutzgöttinnen. Oft gibt es Schutzgöttinnen für bestimmte Berufsgruppen, für bestimmte Dörfer, für bestimmte Städte oder eben auch für ein ganzes Land. In Indien gibt es zum Beispiel Meenakshi. Meenakshi ist unter anderem die Schutzgöttin der Fischer. Es gibt Kali, die allgemein als Schutzgöttin überhaupt gilt. Auch Durga mit ihrer Hand, die gehoben ist, gilt auch als allgemein als Schutzgöttin. Manchmal sagt man auch, dass Kali besonders die Schutzgöttin für Bengalen ist. Und so gibt es auch in anderen Religionen unterschiedliche Schutzgöttinnen. Man spricht zum Beispiel von... Moment, ich schaue gerade mal etwas nach. Man spricht von Schutzgöttinnen in Ägypten. Man spricht von Schutzgöttinnen bei den Kelten, bei den Germanen. Und so kannst du selbst überlegen, gibt es irgendeine Schutzgöttin, die ich anrufe, wenn ich irgendwo Schutz brauche? In der indischen Mythologie kommen als Schutzgöttin insbesondere in Frage Durga für ihre mütterliche Liebe, Kali, die ganz vehement die ihre Verehrer und Verehrerinnen beschützt. Lakshmi ist die freundliche Göttin, die auch die Schutzgöttin der Natur ist und für die auch Familie und Beruf heilig ist. Dann gibt es noch Saraswati, die man auch sehen könnte als die Schutzgöttin für alle Kreativen, für die Künstler, die Künstlerinnen, Architekten. Saraswati ist aber auch die Schutzgöttin für die Wissenschaftler.